Früher war alles besser. Diesen Satz habe ich in letzter Zeit viel zu oft gehört. Viele Leute sind in der Vergangenheit verhaftet und denken nur an die Probleme, die es heute gibt und was halt früher alles viel schöner und viel, viel besser war. Diese Leute sind arm, denn sie denken problemorientiert. Das heißt, wenn irgendwo etwas auftaucht, wird sofort das Problem erkannt und man tut alles, um das Problem jedem mitzuteilen und man ist total gelähmt, kann man sagen, gelähmt und sieht keine Alternativen. Andere Menschen wiederum sind handlungsorientiert. Das heißt, sobald ein Problem auftaucht, beginnen sie in Lösungen zu denken. Was kann ich tun, damit das besser wird? Was kann ich tun, damit das in Zukunft nicht mehr auftritt? Wo könnte diese Situation, die jetzt gerade auftritt, etwas Positives an sich haben? Das nennt man handlungsorientiert. Handlungsorientierte Menschen tun sich im Alltag viel, viel leichter als problemorientierte Menschen. Denn die problemorientierten Menschen sind in einer Endlosschleife gefangen und kommen sehr, sehr schwer raus, meist nicht ohne fremde Hilfe. In diesem Sinne möchte ich euch allen ans Herz legen, probiert mal in der nächsten Woche zu sehen, wo seid ihr in handlungsorientierten Feldern und wo seid ihr in problemorientierten Feldern. Denn man kann das ganz leicht lösen, sobald man irgendwo darin verhaftet ist, nur Probleme zu sehen und sich selbst leid zu tun, sollte man daran denken, was kann ich besser machen oder was kann ich anders machen, damit diese Situation mich nicht mehr trifft. Eine schöne Woche wünsche ich euch.